Ja, ich fange schon mal ein bisschen an, während wir noch mit technischen Kopplungsproblemen ein bisschen zu kämpfen haben. Ja. Herzlich willkommen. Wir möchten gleich etwas erzählen zum Thema vom Smartphone zu Smart City zu Open City. Wir wären zum einen Stefan Höfgen, der sich gleich nochmal vorstellen wird. Entschuldigung, das blendet ein wenig, deswegen muss ich die Hand davor halten. Ich bin Marc Altenburg, ich bin tätig am Lehrstuhl Stadtmanagement der BTU Cottbus und arbeite auch freiberuflich in Berlin als Büro Urban Process. Stefan Höfgen steht neben mir. Hallo. Ja, kurz zu mir, hallo. Schön, dass ihr noch da, dass ihr da seid. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Kaiserslautern. Ich forsche zu den Bereichen der mobilen Partizipation. Also wir beschäftigen uns damit, wie Smartphones in Planungsprozessen eingesetzt werden können und für eine partizipativere Stadtentwicklung genutzt werden können. Da werden wir noch später noch drüber erzählen. Ansonsten bin ich auch aktiver Blogger bei dem Netzwerk Urbanophil, die sich eben auch mit urbaner Kultur und solchen Prozessen beschäftigen. Eine Frage zwischendurch. Hört ihr uns einigermaßen? Weil es... Bin ich lauter als Stefan? Gut. Ich habe mir gesagt, dass wir an der Uni mit dem Thema Smartphones uns beschäftigen und wir wollen heute erklären, warum wir denken, dass Smartphones eine ganz elementare Entwicklung sind und wie die auch wiederum zusammenspielen mit diesem Thema der Open Access oder dieser ganzen offenen Konzepte und wie die dann auch wiederum Einfluss nehmen werden auf die Stadtentwicklung, was sich dadurch eben gravierend ändern wird. Wir wollen anfangen mit dem, also, oder die meisten hier, denke ich mal, werden Smartphones haben. Es gab mal eine Konferenz, die haben wir 2011 organisiert, da ging es dann eben um Blogging in der Stadt und wie man jetzt sieht, ist es sozusagen weiter die Entwicklung gegangen. Man hat nicht mehr nur noch den Laptop dabei, sondern ist eben in den mobilen Geräten vor Ort und kann eben dann direkt vor Ort oder im öffentlichen Raum diese Technologien auch nutzen. Es geht also darum, dass man einen Wissensaustausch hat, der sich eben im öffentlichen Raum auch gestaltet. Also man kann von so einer Art mobiler urbaner Kommunikation reden. Und das bezieht sich immer darauf, dass wir Menschen eben miteinander kommunizieren und das ist für den Stadtplaner und eben auch für die Stadtentwicklung äußerst wichtig. Also wir werden gleich auch noch drauf kommen, wieso. Anders gesagt, man ist insgesamt in den letzten Jahren immer mehr und auch ganz besonders durch die technologischen Entwicklungen dazu gekommen, was man eben von einer zentralisierten Struktur zu verteilten Netzwerken gekommen ist. Castells hat ja auch den Begriff der Netzwerkgesellschaft geprägt und es ist eben nicht nur, dass wir mit Technologien netzwerkartig arbeiten, sondern auch die Städte sich sozusagen in ihrer räumlichen Ausprägung neu definieren dadurch. Das sind eigentlich auch die Konsequenzen, die sich dann ergeben. Und was wir denken, wenn wir jetzt sagen, das Thema Smart City, das ist für uns spannend, wenn wir reden von Smartphones, dann geht es auch immer darum, dass wir eine Wissensgesellschaft heutzutage haben. Ich denke mal, gerade auf so einem Forum ist es ja äußerst schön zu sehen, innovative Leute, auch innovative Themen und dass eben da auch dieser Austausch stattfinden muss. Und Innovation oder Wissen ist eine wichtige Komponente heute, die eben auch zu Innovationen beiträgt und damit ganz elementar ist für den Wissensaustausch oder für unsere Städte, für das Leben der Menschen und eben auch, sage ich mal, für politische Prozesse. Da geht es darum, Prozesse zu verbessern. Man kann also sagen, es gibt diese Informationsatome auf der einen Seite und die können dann aber auch gebündelt oder eben auch gespeichert werden durch Technologien. Man kann diese Informationen weitergeben, man kann sie teilen, man kann sie den Leuten auch eben mitgeben und man kann sich selber an dieser Produktion eben auch beteiligen. Und das ist sozusagen die technische Komponente. Die Produktion, das sind die Netzwerke oder auch die Handys selber. Und auf der anderen Seite haben wir die Menschen, die dazu ihren Beitrag leisten. Und die Technik unterstützt uns, die Menschen dabei. Wo es jetzt für den städtischen Raum spannend ist oder auch wo man einfach diese Entwicklung ganz direkt sehen kann. Das war ein ganz tolles Beispiel, ich denke mal auch den meisten bekannt, am Rosenthaler Platz diese Intervention mit den Farbeimern. Es wurde Farbe ausgekippt, die Autos sind drüber gefahren und haben den Rosenthaler Platz in ein Farbenmeer getaucht. Und das Spannende war einfach zu sehen, dass die Leute das fotografiert haben. Es gab dann einen Twitpic, also ein Bild über Twitter verbreitet. Das wurde dann aufgegriffen von einem Blog, dann hat das noch jemand geschrieben. Und diese Information verbreitet sich wahnsinnig schnell. Das ist zum Beispiel auch gerade in der Diskussion um die Nutzung des öffentlichen Raumes, der jetzt auch in der Stadtplanung geführt wird mit Tactical Urbanism, da gibt es viele Begriffe, ist dahingehend ziemlich spannend, weil so eine Intervention nicht nur noch von den Leuten erlebt wird, relativ zeitnah, die vor Ort sind, sondern das sozusagen in der ganzen Welt auch Verbreitung findet. Und das verändert eben Wahrnehmung von Raum, Aneignung von Raum und eben auch unsere Kommunikationsstrukturen. Und wo es auch eben ganz elementar ist, da kommt man jetzt wieder zu den Handys, den Smartphones,
welchen Einfluss die auf Stadtentwicklung haben. Ich habe drei Beispiele. Das ist jetzt der Mängelmelder. Das ist eine Smartphone-App, wo man eben, wie Ruben hatte das vorher, glaube ich, auch schon dargestellt, mit dem Thema Neolocalism, dass man sozusagen kaputte Parkbänke, Ampeln, Schlaglöcher melden kann. Und das Spannende ist dabei, dass diese Daten eben dann auch an die Verwaltung weitergegeben werden. Es gibt auch den Merker in Brandenburg. Es ist also da, dass die Leute kollaborativ Daten erfassen, selber sich einbringen in diese Prozesse der Stadtentwicklung und damit einen gewissen Druck auf die Verwaltung aufbauen, aber auch eine ganz neue Datenbasis eben erschaffen, die vorher viel schwieriger zu erstellen ist. Und damit verändert sich dann auch wieder die Arbeitsweise von der Verwaltung. Beispiel Ushahidi ist eben dieses Open-Source-basierte Arbeitsweise des mobilen Mappings, ist in Afrika entstanden als Kriseninformationstool, oder auch berühmtes Beispiel von Wheelmap, wo eben die Informationen über die Zugänglichkeit barrierefreien Orte eben abgerufen werden kann. Und auch das verändert wieder die Raumnutzung in unseren Städten, wie Leute sich bewegen, wohin sie sich bewegen. Und ganz wichtig dabei ist, dass wir eben Handys auch als Sensoren begreifen können. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Entwicklung, die auch in der Stadtforschung extrem untersucht wird und auch, glaube ich, viel Einfluss haben wird, ist, dass wir diese Handys als Sensoren begreifen können. Es gibt dann eben Informationen, es gibt Bilder, man kann dann auch Lärmmessung damit betreiben, kann Fotos machen, Geotagging, all diese Sachen. Und das Ganze funktioniert aber immer besser, wenn man eben den Menschen dabei hat, weil die Menschen bewegen sich in der Stadt, die haben das richtige Wissen, um die richtigen Informationen zu sammeln. Also es war eben ein Artikel im Economist und ja, darüber werden wir jetzt noch weiter reden, Marc. Wir haben jetzt ein bisschen was zum Einsatz des Smartphones in der Stadt gehört. Ich werde langsam den weiteren Schritt vom Smartphone zur Smart City gehen. Aber das jetzt auch noch mal ein bisschen weiter fassen, weil in der aktuellen Diskussion, viele von euch werden einen Haufen Begriffe gehört haben, neben der Smart City gibt es auch weitere Begriffe. Stefan hat jetzt das Thema der Sensoren, Handys als Sensoren aufgegriffen. So etwas wird zum Beispiel unter dem Begriff der Sentient City gefasst oder Sensible City, eine Stadt, die fühlt, die Daten von den Bewohnern aufgreift, diese verwenden kann, auf die Bewohner reagiert. Es gab aber ursprünglich auch mal den Begriff der Digital City, der heute auch noch Verwendung findet. Und der Digital City hat man in den frühen 90ern eher verstanden, dass die Städte in den virtuellen Raum eintreten und Webpages präsentieren. Im Hintergrund, vielleicht kennt das noch der ein oder andere, aber ihr seht auch alle noch, bis auf einige Ausnahmen, recht jung aus. Das war eine der ersten Webseiten einer Stadt, von der Stadt Amsterdam. Man sieht noch recht altbacken aus. Die haben auch versucht, Wohnorte einzurichten und dergleichen. Das hat man damals unter Digital City verstanden. Heute im Kontext von Smart City, Intelligent Cities, versteht man unter Digital City eher die reine Infrastruktur einer Smart City. Also die Infrastrukturen, digitalen Infrastrukturen, die in einer Stadt eingerichtet werden müssen. Über die Smart City reden wir gleich noch weiter. Es gibt natürlich auch noch die Intelligent City, das wäre ein Schritt weiter, dass man die Daten, die man erhoben hat, über Handys, über andere digitale Infrastrukturen nutzt, verwendet, um die Stadt insgesamt intelligenter zu machen. Wir werden uns gleich weiter auf die Smart City konzentrieren und dann aber auch darauf eingehen, was wir unter Open City verstehen oder was wir erreichen wollen unter einer Open City. Und da wir jetzt schon bei diesen ganzen Rahmenbedingungen sind, wir kommen ja leider von den Unis, werden wir das jetzt noch ein bisschen weiter fassen. Stefan hat den Begriff des Wissens schon aufgefasst. Wir haben bisher viel heute über digitale Infrastrukturen, digitale Möglichkeiten gesprochen. Es geht aber immer im Kern um das Wissen. Und zu diesem Wissen gehört die Wissensökonomie, die sich oben findet. Es gibt aber auch einen Haufen anderer Begriffe, die im Rahmen von Stadtplanung, aber auch Stadtforschung konzeptionalisiert worden sind und in der praktischen Planung der Städte eingesetzt werden. Dazu gehört zum Beispiel die Science City, Knowledge City, die natürlich auch was mit Wissen zu tun haben, wie man Wissen im Raum transportieren möchte. Creative City werden die meisten auch gehört haben, Creative Class sind aktuelle Schlagworte. Diese Begriffe haben aber auch alle was mit dem Thema Smart City und Open City zu tun. Und wie, darauf werde ich gleich eingehen. Ganz wichtiger Punkt ist aber, dass es nicht nur um Creative Class oder Kreativwirtschaft als Berufsrichtung geht, sondern um Milieubildung, um Milieus, Netzwerke zwischen verschiedenen Akteuren. Und dazu ist ein ganz wichtiger Begriff der kreativen Milieus. Auf den werde ich nach dieser Folie eingehen. Wir bleiben noch ganz kurz beim Thema Wissen. Einen Vergleich möchte ich nämlich deutlich machen. Ich habe gerade die Begriffe Science City genannt und Knowledge City. Das kann man gleich auf die Begriffe Smart City, Open City auch übertragen. Das wollen wir versuchen. Bei der Science City geht es eigentlich generell darum, dass man klar abgegrenzten Bereich hat, wo man so eine Art Wissensstadt aufbauen möchte als Projektentwickler. Das Beispiel, man erkennt es vielleicht nicht ganz deutlich, das ist einfach Adlershof, klar abgegrenzter Bereich. Dort gibt es lokal Kompetenzen, es bilden sich vielleicht auch lokale Netzwerke, aber es ist räumlich begrenzt.
wird von Projektentwicklern gewünscht, gefördert, initiiert. Wenn man von einer Knowledge City spricht, hat man die ganze Stadt im Blick. Und man möchte die Kompetenzen aller Bewohner der Stadt, der sozial Schwachen wie der sozial Stärkeren, aufnehmen und fördern. Und dort spielen die Milieus, die bis jetzt erstmal nur mit leichten Punkten markiert sind, die vielleicht irgendwo in der Stadt verortet sind. Friedrichshain-Kreuzberg gibt es bestimmte Milieus, die digitalen Milieus, die kreativen Milieus. Die möchte man im Auge haben mit einem Knowledge City. Wir bleiben noch bei den kreativen Milieus jetzt wieder, die eben in der Stadt verortet sind. Wir haben das jetzt ein bisschen ausführlicher aufgenommen, darauf möchte ich hinweisen, weil es zum einen starke Parallelen zum Thema Open City gibt, zum anderen sind sie auch Kernbestandteil unserer Ansicht nach einer Smart oder Open City, wenn man sie denn als Stadt einrichten möchte, wenn man sie auch als Akteur in der Stadt befördern möchte. Ich hoffe, einige können mit der Abbildung mir dann folgen. Ich werde nicht zu tief in die Tiefe gehen. Das Thema der kreativen Milieus ist eine klassische Theorie aus der Stadtforschung, Wirtschaftsgeografie. Wenn man sich das Bild oben anguckt, man sieht ein paar Punkte, die miteinander vernetzen. Das sind Unternehmen im Raum, Akteure im Raum. Das kann man als lokales Produktionssystem begreifen, einer Wertschöpfungskette. Einer Wertschöpfungskette heißt, es sitzt irgendwo ein Architekt. Der braucht vielleicht jemanden, der für ihn die Buchführung macht. Der braucht jemanden, der für ihn Sachen ausdruckt. Der braucht jemanden, der für ihn Pläne zeichnet, die er vorher entworfen hat und so weiter. Es gibt eine Wertschöpfungskette, genauso im Softwarebereich, vom Programmierer bis zum Vertrieb. Das durch die Punkte dargestellt. Der Kreis stellt den begrenzten Raum, in unserem Falle einfach mal eine Stadt, dar. Es gibt aber auch Verbindungen außerhalb dieser Stadt, vielleicht zu anderen Vertriebseinheiten. Ein wichtiger Punkt ist jetzt, damit das Ganze funktioniert und zu einem kreativen Milieu wird, dass Institutionen mitspielen. Das nennt man sozio-institutionelle Einbettung. Das wäre der zweite Punkt, durch Quadrate dargestellt. Und in der Regel ist es so, dass in einer Stadt, damit sich Milieus herausbilden, diese die gleichen Werte oder Normen teilen. Ihr kennt das bei euch wahrscheinlich auch, dort wo ihr unterwegs seid, ihr kennt die Leute, ihr vertraut denen, ihr versteht euch, ihr geht gern zusammen Bier trinken oder vielleicht in einigen Fällen auch nicht, dann seid ihr vielleicht in einer falschen Firma oder freiberuflich tätig, aber man kennt sich, man vertraut sich, das ist nicht immer so, aber damit sich Milieus herausbilden, muss das gegeben sein. Wenn dieses Vertrauen vorhanden ist, na, hoffentlich wird gleich auch so laut bei uns geklatscht, damit dieses Vertrauen vorhanden ist, oder wenn das Vertrauen vorhanden ist, kann man auch davon ausgehen, dass das Wissen leichter ausgetauscht wird, dass man Kooperation mit anderen Akteuren eingeht, die man sonst nicht eingehen würde. Wenn das alles gegeben ist, dieser Komplex vorhanden ist, dann tritt das Dritte ein, die Leute tauschen sich ein und es treten Innovations- und Lernprozesse ein. Und das ist eigentlich das grundlegende Ziel, was man in der Open City erreichen möchte, Innovations- und Lernprozesse anzustoßen. Um mit diesen Innovations- und Lernprozessen Konflikte, Probleme in der Stadt lösen zu können, die vielleicht dann durch Infrastrukturen, digitale Infrastrukturen auch gelöst werden können oder unterstützt werden können. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Wir gehen wieder einen kleinen Schritt von den Milieus und den Menschen in der Stadt zurück und kommen zu den Konzepten der Smart City von IBM. Es ist eben so, wenn man sich, also wir haben jetzt einfach mal im Internet geguckt, wenn man jetzt Smart City eingibt, welche Bilder tauchen denn da auf? Und wir haben jetzt die Bilder von IBM haben wir gefunden, dann hier weitere, all diese schönen Siemens-Bilder, wie auch immer sie es gibt, T-City Friedrichshafen. Und dieses Smart-City-Konzept ist ein sehr spannendes, wichtiges Konzept, das auch viel in der Stadt verändern wird und auch positive Effekte haben wird. Was uns direkt auffällt an diesen Bildern, es fehlen immer die Menschen. Es gibt natürlich Konzepte, wo das der Fall ist. Also das wird natürlich auch schon mitgedacht. Aber wenn man sich sozusagen einen Großteil dieser Ideen anguckt, sind es immer noch sehr infrastrukturell gedachte Prozesse. Also es wird an die Smart Grids gedacht, es werden Smart-O-Meter eingebaut. Es geht immer darum, Strom- oder Kreisläufe zu optimieren. Aber was immer noch so fehlt, als spannendes Element ist eigentlich der Einbezug der Menschen, dieser ganzen Milieus, dieser Austausch, die Interaktion, die eigentlich stattfindet in der Stadt. Das ist ja eigentlich das, was auch die Städte ausmacht und auch so wichtig macht oder auch das soziale Miteinander eigentlich gestaltet. Und das ist das, wo wir sozusagen auch einfordern, dass man diese Idee der Smartphones, die es jetzt eigentlich schon gibt und wo auch eben die ganze Kommunikation läuft, auch über Social Networks und sowas, dass man die noch viel stärker in das Konzept der Smart City mit einbringt, noch mehr mitdenkt. Weil dann findet eigentlich, würden wir eben sagen, die viel spannendere Innovation statt. Dann geht es dann eben auch um soziale Prozesse, politische Prozesse, gesellschaftliche Prozesse, die mit solchen Netzwerken und solchen Technologien dann eben auch wirklich einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bringen. Wie gesagt, so Mängelmelder oder solche Sachen sind eben schon erste ganz gute Beispiele, wo sowas schon angedacht wird.
Wir können eigentlich direkt anknüpfen. Das Bild hatten wir vorher schon. Wir haben unten eine Ergänzung angefügt. Vorher war die Science City, lokales Entwicklungsprojekt. Die Knowledge City hat die gesamte Stadt im Blick. Und das kann man auch übertragen auf den Bereich von Smart Spaces, lokale Entwicklungsprojekte, vielleicht auch Smart Cities, die von IBM, Siemens initiiert, gefördert werden, die aber eben eine offene Kultur und den Menschen nicht im Blick haben. Und das möchte man mit der Knowledge City und respektive Open City eben erreichen. Und deswegen nochmal ganz kurz, was nach unserem Verständnis zu einer Smart City grundlegend dazugehören sollte und dann später auch zur Open City, ist eben die Software eines solches Konzeptes, einer Smart City, einer offenen Stadt. Dazu gehören die wissensbasierten Milieus, die kreativen Milieus, die wir eben vorgestellt haben, und natürlich als Grundvoraussetzung auch die Hardware, das wäre die digitale Infrastruktur, damit die Menschen über die Handys sich überhaupt vernetzen und verbinden können. Ups, jetzt haben wir hier noch ganz viele Bilder drauf. Das, was wir jetzt bis jetzt gesagt haben, findet sich in diesem Schaubild auch nochmal wieder. Wir sprechen von Raum, wenn man von Open City, Smart City redet. Wir sind Stadtplaner, deswegen interessiert uns vor allem auch der Raum. Den Raum haben wir unten als physische Ebene der Stadt. Die Punkte können verschiedene Hotspots in der Stadt darstellen, Agglomerationen, wo sich bestimmte Nutzungen häufen. Das kennt man. Man hat auch in Berlin verschiedene Orte, wo sich Firmen häufen. Dazu muss aber eben die zusätzliche Ebene der Milieus dazukommen. Das wäre die institutionelle Ebene der Stadt, die Innovationsmilieus, die sich findieren, aber auch trotzdem verbunden sind mit der Verwaltung, auch wenn die Verwaltung manchmal vielleicht ein bisschen hinderlich agiert, oder mit Universitäten, um Wissen auszutauschen. Dazu gibt es vielleicht einen Stadtmanager, der in bestimmten Stadtteilen die Netzwerke zusammenbringt, die interagiert, die Institutionen zusammenbringt. Und im Sinne einer Smart Open City kommt auf jeden Fall der digitale, smarte Raum dazu, durch die technischen Infrastrukturen, die sich oben finden. Und diese drei Bereiche, die technische Infrastruktur, die institutionelle Milieuebene der Stadt und die physische Ebene der Stadt, muss man zusammendenken, wenn man von Smart oder Open Cities redet. Und da wir jetzt bisher von Smart City gesprochen haben, aber immer wieder den Begriff Open City haben fallen lassen, kommen wir jetzt dazu, was wir eigentlich unter Open City verstehen wollen, auch im Gegensatz zu Smart City. Wir wollten das Ganze jetzt sozusagen nochmal ein bisschen erben, rein aus der Stadtplanersicht gedacht, was wir auch unter offen verstehen. Also wo findet man offene Strukturen, was bedeutet das für Stadtentwicklung? Was ein ganz gutes Beispiel ist, finde ich zumindest immer, ist, oder ja, finden wir jetzt, dass dieser Tempelhof, das ist eine Fläche, die irgendwie vorher ein Flughafen war, da gab es lange Diskussionen, was macht man mit dieser Fläche, wo soll es denn mal hingehen? Und da gab es ganz großes... Ein offenes Feld. Bitte? Ist auch ein offenes Feld. Oder offenes Feld, genau. Und da... jetzt ist es nicht rausgebracht. Und da war eben auch, herrschte einfach Angst davor, diese Fläche ungeplant zu übergeben der Bevölkerung. Es gab große Ängste, dass die Fläche zerstört wird, dass da irgendwie Drogen und Kriminalität kommen. Und wenn man jetzt aber sich das Feld anschaut und sieht, was da wirklich dann passiert, ist es eigentlich sehr spannend zu sehen. Es gibt unendlich Formen von sportlichen Aktivitäten, die da stattfinden. Die Menschen nutzen den Raum. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, gelungenes Beispiel, wie erstmal eine Sache zur Verfügung gestellt wurde und dann die Leute auch die Möglichkeit hatten, selber daran kreativ Sachen anzustoßen und auch diesen Raum zu nutzen. Also es geht wirklich um neue Formen der Raumnutzung. Auch ganz gutes Beispiel ist immer diese Urban Gardening Projekte, die auf dem Tempelhofer Feld stattfinden, die aber auch mit Prinzessinnengärten und vielen anderen in Berlin aktuell sehr aktuell und viel genutzt werden. Und auch da ist es so, es gab die Fläche, es gab vielleicht ein bisschen Baumaterial, und die Leute sind aber hingekommen, haben sich diesen Raum selber angeeignet. Und das ist, finde ich, das Spannende daran, dass man eben offen erstmal als so ein ganz grundsätzliches Konzept verstehen kann. Und dann aber das dann mit diesen offenen Technologien, offenen Arbeitsweisen sozusagen weiterdenkt. Christa Müller, die sich ganz doll mit dem Urban Gardening beschäftigt, die hat zum Beispiel den Link gebracht, dass Gardening eigentlich nach Open-Source-Prinzipien organisiert wird und auch dementsprechend funktioniert. Also dass sozusagen eine Idee, die aus der digitalen Welt kommt, plötzlich in die reale Praxis übertragen wird. Und das ist, glaube ich, das Spannende, wo eben diese ganzen Sachen zusammenlaufen und wo wir halt eben sagen, eine Smart City ist zu infrastrukturell geprägt. Wir haben auch die Technologie, aber die ist auch noch nicht das, was wirklich zählt, sondern es muss eben zusammengeführt werden in diese offene Arbeitsweise und die offenen Prozesse. Und da ist, wie gesagt, Gardening eins der klassischen Moment noch Stadtplanungsbeispiele. Und damit wären wir bei einem Bildchen, was diese Gedanken, die wir bisher hatten, zusammenfügt, das, was Stefan gesagt hat, die offene Kultur in der Stadt,
ist als Open Standards unten abgebildet. Das ist der wesentliche Bestandteil der Open City im Gegensatz zu diesen anderen Konzepten, die vorher vorgestellt worden sind, wie Smart City, Informational City und so weiter. Die braucht man, die offenen Standards. Dazu gehört aber eben die Digital City als der Bereich, der die digitale Infrastruktur in der Stadt liefert, damit die Stadt, die Menschen in der Stadt digital kommunizieren können, und eben der Bereich der Knowledge Cities, der innovativen Milieus, die in der Stadt vorhanden sind, die über die digitalen Infrastruktur kommunizieren können, aber wünschenswerterweise hinsichtlich offener Standards. Und offener Standards heißt die offene Kultur in der Stadt, aber auch eine offene Beteiligung der Bürger. Die Verwaltung muss bereit sein, das, was die Bürger wünschen, aufzunehmen und auch technisch fähig sein, diese Wünsche aufzunehmen heutzutage. Neben den Bürgern auch andere Stakeholder, Interessengruppen. Und neben dieser offenen Kultur gehören dazu auch die ganzen offenen technischen Begriffen von Open Data bis Open Source bis zu Open Access. Die sind alle Bestandteil der Open Standards, die Bestandteil der Open City sein müssen und sollten. Dann kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Bevor ich zu den Schlussfolgerungen eingehe, weil wir jetzt die ganze Zeit auch sehr räumlich gesprochen haben, mich würde mal kurz interessieren, seid ihr jetzt alle eher im IT-Bereich tätig oder gibt es auch Architekten oder andere, die im Stadtplanerbereich vielleicht tätig sind? Kurze Hand hoch, wer Stadtplaner oder Architekt ist? Gar keiner. Eine. Gibt es auch Sozialwissenschaftler unter euch? Eine, sehr schön. Doch ein paar. Und die anderen sind alles Programmierer, ITler, Software, Medienleute. Nee, ihr, was macht ihr? Wirtschaftswissenschaftler. Ah, da haben wir die Akteure, die das, was wir jetzt erzählt haben und heute gehört haben, bei den anderen Panels auch in Wert setzen möchten. Super. An die Open City denken. Weil wir kommen jetzt gleich dazu, nochmal auf die Rolle der Stadtplanung im Speziellen einzugehen, was wir denn machen wollen. Aufgabe der Stadtplanung ist generell, das ist ein Bild, was generell mal die Aufgaben der Stadtplanung darstellt. Ich hoffe, es interessiert eben auch die Programmierer und die Wirtschaftswissenschaftler, was wir denn so machen in der Stadt. Und alle diese Bereiche haben was dann auch mit Open und Smart City zu tun. Wie, das wird Stefan gleich nochmal ausführlicher darstellen. Wir sind auf jeden Fall dafür zuständig, aktiv eine Flächenausweisung zu betreiben. Das heißt, wir sagen, wo welche Nutzung in der Stadt hin kann. Das macht die Senatsverwaltung in Berlin, das machen die einzelnen Bezirksämter in Berlin beispielsweise, stellen Baurecht auf. Es gibt aber auch eine aktive Liegenschaftspolitik, die gerade aktuell sehr stark diskutiert wird, welche Liegenschaftspolitik man denn haben möchte in Berlin, welche Ausrichtung sie verfolgen soll, gerade im Bereich Media Spree beispielsweise. Aber auch hier geht es darum, man stellt Immobilien zur Verfügung. Man stellt sie entweder an den Meistbietenden zur Verfügung oder vielleicht auch an kulturelle Nutzer, die nicht so viel Geld haben. Vielleicht auch an offene Einrichtungen. Was wir noch machen, und das ist auch ein sehr starker Bezug zur Digital City, Smart City, Open City vorhanden, ist natürlich der Infrastrukturausbau. Dafür sind die Stadtplanungsämter in der Regel verantwortlich, dies zu koordinieren. In Berlin ist es, glaube ich, allerdings eher so, dass die Wirtschaftsämter sich um das Thema Open City, Smart City derzeit verstärkt. Da kümmern die Stadtplaner, Stadtentwicklungsbehörde müsste auch mehr aktiver sein. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, neben unseren klassischen Aufgaben, ist es heutzutage so, dass die Stadtplaner sehr stark in der Prozessgestaltung aktiv sind. Wenn wir also von Milieus, Netzwerken reden, geht es auch darum, Leute zusammenzubringen, zu moderieren und zu vernetzen. Das machen oft Stadtteilmanager, von denen jeder in Berlin schon mal etwas gehört hat. Es gibt auch auf größeren Ebenen Leute, die für Stadtmoderation zuständig sind. Das wäre auch eine Aufgabe der Stadtplanung. Genau, und wie Marc schon gesagt hat, ist eben ein zentrales Thema zum Beispiel die Liegenschaftspolitik. Und da ist es jetzt gerade in Berlin ja auch so, es gibt diese Initiative Stadt Neu Denken, die sich ganz stark mit dem Thema Liegenschaftspolitik in Berlin auseinandergesetzt hat. Es gibt auch Kritik am Liegenschaftsfonds. Und da wurde dann zum Beispiel begonnen, einfach mal eine Karte aufzuzeichnen mit allen Liegenschaften, die in Berlin vorhanden sind. Und das ist so eine Arbeitsweise, wo man dann eben mit offenen Technologien, wenn man die dann nutzt, arbeiten kann. Man kann damit sozusagen auch kollaborativ arbeiten. Man sammelt diese Daten und damit verändert man plötzlich auch die Aufgabe der Stadtplanung oder eben auch dieser Behörde, die sich damit beschäftigt. Weil plötzlich sind diese Daten transparent, sie sind offen und sie erzeugen auch einen gewissen Druck auf die Verwaltung. Das ist eigentlich das Spannende, was daran liegt. Und ich würde eben sagen, dass das zu einer besseren, innovativeren und vielleicht auch eben ja, sozialeren Stadtplanung führen kann. Weil diese Daten, also gerade beim Liegenschaftsfonds ist es eben so, dass jetzt eine große, man hat es eben mitbekommen mit dem Kater Holzig oder auch Bar25, dass da eben Kritik dran gab, wie diese Vergabemechanismen waren und welche Flächen vergeben wurden. Und das war plötzlich einfach einsehbar und da konnte auch ganz anders argumentiert werden. Also da verändert sich wirklich dann Planung und eben auch der Umgang damit oder auch der Einfluss der Bürger
da sie selber stärker aktiv werden können. Genauso bei Prozessgestaltung und Infrastrukturausbau ist es eben so, dass der Planer stärker jetzt Impulsgeber werden sollte. Ich denke, gerade bei Kooperation und Vernetzung, das sieht man auch wieder hier jetzt, kommen die Leute zusammen. Es wird selber von den Leuten auch gewollt und gefördert und getan. Und da muss die Stadt oder die Verwaltung dann eben eigentlich mehr die Impulse setzen, vielleicht die Infrastrukturen bereitstellen und Möglichkeitsräume schaffen. Das ist, glaube ich, dann, was eine veränderte Rolle der Stadtplanung bedeutet. Ja. Was wir jetzt als Schlussfolgerung haben, was das für die Kommunen bedeutet, heißt es zum Beispiel, dass man die kreativen Milieus noch stärker stimulieren sollte. Das sind einfach ein wichtiges, wichtige Milieus, wichtige Gruppen in der Stadt, wobei ich dabei auch denke, man sollte sich nicht nur auf diese Milieus spezifizieren, die immer als offiziell kreative Milieus bezeichnet werden, sondern dass man wirklich versucht, alle Menschen eben mitzunehmen und denen diese Möglichkeitsräume zu schaffen. Also nicht nur in ökonomischer Weise denken, sondern eben auch sozial. Und da gehen genau solche Begriffe wie Heterogenität der Gruppen und eben auch so eine inspirative Möglichkeit oder Atmosphäre dann eben auch zu nutzen. Was wichtig ist, dass es auch Plätze gibt für den selbstorganisierten Ideenaustausch, weil die Leute eben nicht mehr unbedingt auf Foren gehen müssen, sondern halt auch selber was machen wollen, selber aktiv anpacken. Dass die Infrastrukturen gefördert werden, das haben wir schon gesagt. Oder dass eben auch die Leute oder die Verwaltung auch dazu übergeht, Offenheit sicherzustellen, aber auch Offenheit selber zu leben. Das sind zum Beispiel so Sachen, die ganz wichtig werden, unserer Meinung nach als Konzept einfach überhaupt schon mal im Kopf verstanden zu haben. Aber auch dann eben im Prozess des Governments da offener zu werden. Soll ich das zur Verwaltung noch was sagen? Weiß nicht. Ja, die Verwaltung muss sich halt auf all diese neuen Entwicklungen einstellen, was sie teilweise schon tut. Sie muss sich noch verstärkter tun. Vor allem ist das eben auch der Punkt Offenheit kommunizieren. Ich glaube, in Berlin ist das mehr gegeben als in kleineren Städten. Ich weiß nicht, wer in kleineren Städten zum Beispiel im Land Brandenburg schon mal gearbeitet hat und dort mit Verwaltungseinheiten zu tun hatte. Wenn man denen was von Wissensökonomie oder Smart Cities erzählt, dann hat man 3 Fragezeichen im Kopf und um 4 Uhr rennen sie weg oder wahrscheinlich rennen sie dann schon, wenn es um 1 ist, direkt raus. Also die haben zum einen keine offene Kultur, ohne jetzt bestimmte Städte angreifen zu wollen. Das ist teilweise so. Das muss auch in kleineren Städten gefördert werden. Genauso wenig haben sie ein Verständnis für neue technische Entwicklungen. Das sind Sachen, da muss jemand da sein, der auf die Verwaltungseinheiten hinwirkt und dort Verbesserungen sicherstellt. Das machen wir dann, oder? Oder ihr vielleicht auch? Ja. Das sind auf jeden Fall schöne Aufgabengebiete. Was ist die letzte Folie? Ja, ich kann vielleicht noch gerade ergänzen, weil du gesagt hattest mit den Kleinstädten. Also ich kenne es im Moment aus Kaiserslautern. Da ist es zum Beispiel ganz schwierig, sozusagen so eine Offenheit darzustellen. Wir betreiben den Leerstandsmelder. Das ist eben so eine Plattform zur Erfassung von Leerständen in Städten. Und damit der Stadt in Kooperation zu treten, ist äußerst schwierig. Ich weiß, dass es in anderen Städten schon weiter gediehen ist. Und ja, kann man eben hoffen, dass sich sowas dann noch weiterentwickelt. Aber es ist nicht nur die Verwaltung, weil ich glaube, in kleineren Städten ist es ja teilweise auch so, dass eigentlich die kreativen Milieus oder kreative Akteure auch viel weniger vorhanden sind. Ich meine, Berlin ist natürlich eine Ausnahme. Es wohnen alle in Berlin, nehme ich an, von euch. Oder ist jemand angereist? Nee. Doch. Juhu, einer ist angereist. Ach so. Ja, ich meine, jetzt wo wir schon dabei sind, das war die letzte Folie, würden wir ganz gerne zur Diskussion übergehen. Wir haben damit schon ein bisschen angefangen. Das war unser Verständnis von Smart City, Open City. Oder macht ihr die Moderation, Diskussion? Sonst würden wir einfach mal... Gut. Nach eurem Verständnis danach fragen. Wir haben zum Teil, wir sind leben lange in Berlin, wir beide, deswegen haben wir viel von Berlin transportiert. Wir haben versucht, eben die kleineren Städte auch ein bisschen mit aufzubringen. Vielleicht seht ihr das anders, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen. Ich habe auch das Saalmikrofon in der Hand. Das wäre unsere Frage, ob ihr eben anderes Verständnis davon habt, von dem, was wir euch erzählt haben zur Smart City oder auch andere Erfahrungen in euren Städten. Hast du noch besondere Fragen? Also wenn jemand sich dazu äußern möchte, sehr gerne. Wir brauchen auch den Ständer, oder? Ja, gibt es denn noch einen Kommentar, Frage, Anmerkung dazu von eurer Seite?